Herzlich willkommen zurück. Boah, zu Let's Play Far Cry Primal. Kleine Attacke direkt am Rande mit der Schrecker. Aber der seltene schwarze Jaguar, den wir in der letzten Folge gezähmt haben, hat uns ein wenig beschützt vor diesem Wolf. Ja, oh Mann, das ging ja direkt los hier. Wollte ich gerade in Ruhe aufnehmen und dann erschreckt mich direkt so ein Wolf wieder von der Seite. Mann, freue ich mich aber, dass wir jetzt hier diesen Jaguar haben. Ja, und es ist nicht viel passiert seit dem Ende der letzten Folge. Die Mission ist immer noch die gleiche. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte gerade. Hier seht ihr das gute Stück und wir müssen zu dem guten Herrn hier, dem Woga, dem Handwerker, denn den müssen wir auch irgendwie in unser Dorf kriegen, sodass er das Dorf unterstützt und da können wir dann neue Sachen herstellen und pipapo. Der ganze Schnickelschnackel, ihr kennt das Spiel. So, und jetzt hier, ach, der ist schon cool, oder? Ist schon echt, echt ziemlich fetzig. Könnt ihr natürlich auch streicheln, mein Kleiner, ne? Ja. Sehr seltener schwarzer Jaguar. Den haben wir gezähmt. Das kann ich kaum glauben, dass ich das mal hinbekommen habe. Naja, und ich hatte euch ja direkt auch nach den Namen zu diesem schönen Kätzchen gefragt. Und da haben auch viele sich wieder beteiligt. Da ich gerade eine neue Spielsession mache, kann ich darauf auch direkt eingehen hier. Und das ist doch mal nicht schlecht, ne? Und da war ein Vorschlag, der mir besonders gut gefallen, das war Amaika. Das bedeutet angeblich auch indogermanisch Freund. Und der Vorschlag kommt auch vom User, von T. Kuret, wenn ich das richtig ausspreche. Vielen Dank dafür, fand ich einen coolen Vorschlag. Der wurde auch ziemlich hochgevotet. Und deswegen habe ich mir gedacht, das passt doch zu unserem seltenen schwarzen Jaguar, wenn wir den Amaika nennen. Amaika machte das Würstchen. So, ich hoffe, jetzt kommt hier kein Krokodil. Oh, Grünblatt, lasse ich jemand mal außer Acht. So, und da haben wir noch einen Ort entdeckt. Fischfangrast. Ich hoffe, wir werden hier nicht gefangen. Ja, zudem, wie gesagt, zum Wolf komme ich auch nochmal. Und VfL Wolfsburg, Manfred und Bruno waren jetzt nicht so gut am Ankommen. Und da war aber ein Vorschlag, der auch sehr hochgewortet wurde. Das war Wotan. Finde ich ganz cool. Ist ja ein germanischer Gott, eine alte germanische Gottheit. Können wir hier eigentlich auch was durchsuchen? Ja, können wir. Hm. Scheint nicht so viel zu durchsuchen gewesen zu sein. Naja, vielleicht haben wir irgendwas bekommen. Ich habe es gar nicht mitbekommen. So, da vorne lodert ein Feuer. Und wir sind jetzt hier in so einem alten Fischerdorf, wenn ich das richtig sehe. Wenn man das als Dorf bezeichnen kann. Ist ja so ein Unterschlupf. Ich schaue mir die ja immer ganz gerne an. Ich muss sagen, die Atmosphäre im Spiel ist echt richtig cool. Das haben sie super hinbekommen. Man kommt sich durchaus vor wie in der Steinzeit. Ja, und um auf Wotan zurückzukommen. Ich fand das einen coolen Namen. Ich glaube, der passt. Und damit es aber ein bisschen lustiger klingt, weil Amaika ist jetzt ja auch schon eher ernst, ne, von so einem schwarzen Jaguar, habe ich mir gedacht, machen wir Folgendes und nennen den Wotan Bruno. Oder vielleicht auch nur Wotan. Können wir mal entscheiden, ob wir dem vielleicht noch einen lustigeren Namen geben sollen oder ob wir es bei dem belassen sollten. So, Wildschweine müssen wir gar nicht unbedingt eliminieren. Ja, dann lassen wir die doch mal außen vor. Aber wir müssen weiter hier hoch, da führt nämlich unser Weg entlang. Das Ding ist, es wird langsam auch wieder Tag. Das ist nicht verkehrt. Oh, hier komme ich gar nicht so schnell hoch. Muss natürlich weiter auf der Hut sein. Hier mit gezücktem Speer. Wie geil die sich das jetzt gerade aussieht. Und ich mag die ganzen Tiere, die man zähmen kann. Das finde ich ein cooles Spielfeature, muss ich echt sagen. Manchmal war ich mir da noch nicht sicher. Aber jetzt finde ich es eigentlich ziemlich geil. So, dann nehme ich mal lieber den Bogen zur Hand. Ich glaube, das ist nämlich jemand, der mag mich nicht sonderlich. Und verdient er sowas hier. Den hätten wir erfolgreich ausgeschaltet. Könnten aber noch mehr sein. Denn wo einer ist, da sind meist die anderen nicht fern. Und was sind das denn für Viecher? Das sind Tapire oder sowas, ne? Oh, oh, ich glaube, unser Wolf hat, Jaguar hat da ein paar Probleme. Amaika. Aber finde ich cool. Freund auf Indogermanisch ist doch eine schöne Bedeutung. So, jetzt probiere ich hier mal mit dem Headshot. Boah, krass. Wollte schon sagen. Hier können wir direkt mal die ganzen Viecher umlatzen, weil, ganz ehrlich, ich mache das jetzt nicht zum Spaß, weil ich habe ja auch ein Herz für virtuelle Tiere, aber, liebe Freunde, das ist gar nicht so schlecht, denn wir brauchen bestimmt irgendwann diese Tapirhaut. Und deswegen sollten wir ja eigentlich mitgehen lassen können, was mitgeben zu lassen ist. Wobei ich sie jetzt auch nicht hier ganz ausrotten will. Da muss man ja mal gucken. Man muss das Gleichgewicht der Natur hier im Auge behalten. Und das haben die Mann der Steinzeit ja auch eigentlich ganz gut hinbekommen. Wobei es hier im Spiel natürlich einen Spawn gibt. Den gab es in der Steinzeit nicht. Das da vorne ist, glaube ich, wieder nur ein Wildschwein, ne?
Ja, ist ein Wildschwein. Okay. Ich würde sagen, wenn uns jetzt nicht gerade noch ein Tapir auf dem Weg begegnet. Aber da ist einer noch. Komm, den schnappen wir uns auch noch. Das war ein verdammt dicker Treffer. Ich wollte schon sagen, kann doch nicht sein, dass der mal eben so sowas überlebt, der Kleine. Vielen Dank für dein Fleisch. Vielen Dank für dein Fell. Ich werde es noch gebrauchen können. Bin mal gespannt, wie viel Tapirhaut wir am Ende dann benötigen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Herr Handwerker hier so drauf ist. Ach, wahrscheinlich bin ich wieder falsch. Ne? Wahrscheinlich ist der unten. Aber cool. Ist noch ein unbekannter Ort. Oder geht's aber verdammt tief runter. Die Morgenröte. Was ist das? Daisha-Hand. Oh, das ist so ein Sammelgegenstand scheinbar. Na, den packe ich mal gerne an. Er wartet lieber drüben. Sag mal, wo hängt der denn der alte Hänger da, ey? Sag doch mal, wo ist er? Der ist dann wahrscheinlich im Unterschlupf der Verlorenen. Okay, da vorne wäre noch ein Tapir. Im gezielten Treffer könnte es klappen. Hab ich direkt hinterher geschossen, oder was? Nee, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Das war ganz schön schlecht geschossen gerade. Ich glaube, der ist zu weit. Wahrscheinlich muss ich dann den Bogen ein bisschen höher ziehen und dann geht er nicht mehr auf den Pfeil direkt. Probier's mal so. Ja, so klappt das. Zack. Ja, ich war einfach zu weit weg ein bisschen. Hätte ich ein bisschen höher ziehen müssen wahrscheinlich. Dass er dann ein bisschen drunter her geswiggelt ist, der Pfeil. Aber okay. Übung macht den Meister und das auch noch mit dem Analogstick. Der müsste aber gehen. Jetzt habe ich mal ein bisschen höher gezimmert und dann sowas. Er will einen Pfeil zwischen die Augen. Oder ins Auge rein. Aua, der war mitten ins Auge. So, ich glaube, das reicht dann aber auch ein Tapir. Muss jetzt mal reinkommen wieder hier bei einer neuen Spielsession. Aber hey, das läuft schon. So. Du kriegst nix. Amaika, du kriegst nichts, mein kleines Jaguar-Tier. Boah, das ist ja geil hier. Sieht schon ziemlich fetzig aus. Hier wohnt der gute Herr also. Bin gespannt, wie er uns stellen wird. Vor welche Prüfung vielmehr. Ja, wir werden erstmal angepisst. Mawinja! Nein! Musst du für Mawinja! Ah, Dijam Shanti, Maikatsu Tagata, Udam Warwai. Smarka, Maikan. Na super, erstmal angestrudelt werden, ist ja nicht so schön jetzt hier. Feierlich, wie kommen wir hier raus? Sind wir gefangen? Sind wir tatsächlich gefangen? Okay, dann müssen wir einen Ausweg finden. Was haben wir denn da Schönes? Entkomme aus der Höhle. Die Tasche ist voll mit Fleisch. Und jetzt ist natürlich unser kleiner Jaguar auch nicht zu Diensten. Und der gute Wotan Bruno natürlich auch nicht. Aber hier, da können wir irgendwas machen, oder? Das sieht doch so ein bisschen aus, als können wir da hier was sprengen oder brennen oder verbrennen. Okay, aber erstmal kurz noch. Da kann man nicht hoch. Die Höhle sieht auch sehr schön strukturiert aus. Ich würde sagen, wir zünden das einfach an. Habe ich das nicht schon rausgeholt? Also können wir nichts mehr aufheben. Gut, dann werde ich mal eben ganz kurz was machen. Und zwar dieses Ding hier entzünden. Oh, jetzt damit es auch richtig schön brennt hier. Zack, und dann bricht es ein. Und wir können nach unten watscheln. Oh, es könnte wehtun. Vorsicht. Ja, was soll's. Dabei wollen wir dem Herrn Handwerker eigentlich, dem Woga oder wie er heißt, eigentlich nur helfen. Und wenigstens sind wir jetzt sauber. Und die Pisse ist weg vom Gesicht. Das ist ja echt nicht schön. Also angepinkelt werden, da gibt es echt Netteres. Und dann noch nicht mal mit dem Mittelstrahl. So richtig so mitten rein ins Gesicht eher. Okay, ich würde mal behaupten, hier könnten noch ein paar andere Feindesvorkommen auf uns lauern. Scheiße. Okay, pass auf. Jetzt wird's interessant.
Er brennt. Komm schon. So, den hätten wir. Aber ich habe mich verdammt nochmal erschreckt. Warum kannst du was tun? Unser Jaguar ist natürlich viel cooler. Ich weiß natürlich nur nicht, wer stärker ist. Ob dieser... Ja, eigentlich müsste doch der seltene schwarze Jaguar stärker sein als der weiße Wolf, oder? Hm. Also ein weißer Wolf ist natürlich auch ziemlich stylisch. Also nichts gegen den Wotan, ne? Der ist natürlich mindestens genauso cool. Yeah! Alter Schwede, da hatte die Kletterkralle drinnen noch hier. Die Kletterkralle. Du hast ein seltsames, aber nützliches Werkzeug gefunden. Suche nach Blasymbolen, an denen du klettern und schwingen kannst. Mit Schwingen kenne ich mich ganz gut aus. Gehe näher heran, bis du die Kletteranzeige siehst. Halte dann 4 gedrückt, um dich mit der Kralle einzuhängen. Du kannst zwischen den Kletterpunkten wechseln, ohne den Boden zu berühren. Geil, jetzt haben wir die Kletterkralle. Und die brauchen wir bestimmt auch, um aus dem Areal hier zu entrinnen. Da vorne, wenn ich da richtig sehe. 3 Haken. Okay, und jetzt einmal nach oben bitte. Zack. Habe ich nochmal einen Sprung angesetzt. Okay, hier ist ein Checkpoint. Cool, jetzt haben wir endlich den Greifhaken. Das ist gut, weil den brauchen wir für vieles im Spiel. Hier könnte man noch was niederbrennen. Und dahinter liegt doch irgendwas. Ah, oh, wie mir alle angezündet. Wie alter Depp. Ist ja deppert. So, was haben wir denn da schon? Oh, das ging jetzt aber flott. Warum verbrenne ich mich hier noch? Alderholz und Schilf. Toll. Dafür habe ich mir jetzt die Finger verbrannt. Also es muss ja echt nicht sein. Ganz ehrlich. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Einfach hüpfen? Ich denke mal, wir müssen hier lang, oder? Ich durchsuche den Gegner mal. Also ich will mir auch nicht die Beute entgehen lassen und so. Hier Hartholz, hey. Für die ganz Harten. Aua, was war das? Okay, Greifhaken. Okay, hier muss ich schwingen, ich verstehe. Okay, einmal so und dann zurück und einmal hoppadi. Ah, perfekt. Das hat wunderbar funktioniert. Hier auch nochmal den Greifhaken aktivieren. Oh, da unten ist aber irgendwas. Lieber erstmal abchecken. Alter Schwede, wie tief ist denn die Höhle? Die Höhle des Grauens. Okay. Alter. Na, das ist ja ein nettes Willkommenskomitee. 2 Jaguar. 3. Ich würde sagen, wie lang ist denn das Kabel hier? Ach du Scheiße. Das ist jetzt natürlich eine richtig scheiß Situation. Dann darunter klatschen sie mal am Arsch. Vor denen hier vor allem nur weglaufen, da 3 schaffe ich nicht. Können aber hier theoretisch mal schwingen. Und hoffen, dass wir hier rüberkommen. Zack. Nicht schlecht. So, können wir irgendwas mitnehmen. Machen wir ganz kurz das Auge des Jägers. Ja, die Viecher kommen natürlich jetzt zu mir. Boah, ist echt die Horrorhöhle, ey. Über diese Zeichen. Okay, darunter wäre theoretisch ein Ausweg, aber hier bin ich definitiv nicht richtig. Einmal noch mal kurz hier. Da können wir theoretisch hochklettern. Boah, die lauern aber richtig auf hier. Ganz schön miese Nummer. Okay, pass auf. Ich probiere Folgendes. Erstmal stelle ich da ein paar her von. Dann entzünde ich die Pfeile und probiere sie mit Brandpfeilen zu dezimieren. Wie kommt er doch etwa jetzt hier hin? Kommt der da hoch? Ich muss mir das anschauen erstmal. Okay, der brennt. Die tun auf jeden Fall weh. So, den habe ich. Nummer 1 wäre platt. So, nochmal ein Brandpfeil. Die sind natürlich auch mega flink unterwegs. Mit so einem Analogstick die zu kriegen, ist quasi unschaffbar. Und es geht. Zack. Die bleiben durch den Feuerfall ein bisschen stehen. Dann werden die langsamer. Boah, guter Kopfschuss mit Brandpfeil.
Das lief. Okay, perfekt. Jetzt kann man sich auch in Ruhe umschauen, muss nicht ja so durchhechten. Und haben natürlich genügend Jaguarfälle. Mal sehen, was die hier noch dabei haben. Scheinen ja auch tapfere Krieger gewesen zu sein. Aber unsere Tasche für diesen Gegenstand ist natürlich bereits voll. Ich muss auch echt mal wieder herstellen. Dann machen wir das doch gerade mal. Dann sind wir auf jeden Fall wieder ein bisschen was los. Und hier können wir auch Fleisch herstellen, mal ein paar Köder. Damit wir auch wieder Fleisch aufnehmen können. Die Stachel brauchen wir, da fehlt uns der Bienenschwarm für. Aber da haben wir einen, den muss ich auch mal zeigen. Ich weiß, habe ich bisher mal vergessen, gebe ich ganz ehrlich zu. Vielleicht probieren wir das am nächsten Gegner mal aus, vergesse ich eh wieder. Ja, manchmal weiß ich schon vorher, aber vielleicht denke ich einmal dran. Irgendwann in einer dieser Folgen von Far Cry Primal werde ich mit Sicherheit noch dran denken. So, Tasche voll, ich kann nichts nehmen. Feuerstein. Noch ein Feuerstein, ja toll, hey, begeisterungswürdig. So, wo geht's jetzt hier raus aus dem Laden? Jetzt haben wir hier die ganzen Viecher erledigt. Und weiter ist nichts. Oder war ich da hinten schon richtig? Ah, da vorne. Dann wollen wir nochmal. Schön an der Wand entlang. Reinhard Mester-mäßig. Oder wie Batman. Okay, jetzt sollen wir hier wieder raus, oder was ist der kompletten Höhle? Na, was für ein Spektakel. Dann wollen wir. Wer doch gelacht, Mount Everest-Strategie hier. Ich erinnere mich, wo wir für Far Cry 4 in Nepal waren. Da habe ich ja viel in Far Cry 4 auch erzählt drüber. Da mussten wir zwar nicht ganz solche nette Aktionen wagen, aber auch so ein bisschen. Mit dem ganzen Dschungelgedöns und so. Gefangen, abgeschlossen, yeah! Na, das freut mich doch. War ein Erfolg, ne, würde ich mal sagen. Haben wir mit Bravour erledigt. Und sind dem entronnen. Gefangen in der Horrorhöhle. Mensch, das ist schon eine coole Landschaft hier. Boah, wie geil das alles aussieht. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Wenn wir dann hier weiter entdecken. Und ihr seid dann hoffentlich wieder dabei. Wenn es heißt Far Cry Primal. Da hat uns der gute Voga doch tatsächlich einfach gefangen genommen, der Drecksack. Und dachte, wir wären irgendwie in Udam oder so. Aber der hat sie nicht mehr alle. Er hat doch irgendwie einen Arm verloren. Wahrscheinlich bei irgendeinem Kampf, kann ich mir gut vorstellen. Er ist auf jeden Fall seines Zeichens der Handwerker. Und wir brauchen ihn für unser Dorf. Und ich hoffe, in der nächsten Folge können wir ihn dann irgendwie überzeugen, dass wir gar nicht so bescheuert sind. Würde mich doch sehr freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.